Begrüßen wir den ersten Wettkandidaten, Thomas Dupré. Thomas, herzlich willkommen. Er ist ein Klavierspieler. Wie lange spielst du schon Klavier? 14 Jahre. 14 Jahre, oh, du hast mit 2 Jahren angefangen, oder? Fast. Fast. Also von Kindesbeinen auf Klavier gelernt. Was den Klavierspielern dann immer anhaftet, wenn sie gut sind, sie spielen alles auswendig. Das ist also immer eine Geschichte, die mich fasziniert, dass man diese ganzen Geschichten im Kopf haben kann. Ich könnte das nie. Wir haben hier mal zu demonstrieren, wie viele Noten Mozart in seine Sonaten reingeschrieben hat. Mal in so einem Buch da. Darf ich vielleicht mal ganz kurz hier die Kamera teilhaben lassen an diesem Schwierigkeitsgrad? Dieses alles, guck nochmal schnell rein, falls es dir hilft. Dieses alles Sonaten von Mozart. Wie viele Takte sind das ungefähr insgesamt? Also ich habe mir die Mühe gemacht, sie zu zählen gestern. 7683 habe ich gezählt. Knapp 8000 Takte und er wird ungefähr, sagen wir mal, so ein Stückchen hier, also 10 Sekunden, 12 Sekunden, so ein Stückchen wird er hören. Und zwar nicht hören, sondern er wird es sehen. Es ist nicht einfach. Passen Sie auf, ich zeige es Ihnen jetzt hier am Klavier. Denn wir haben ein Spezialklavier, das folgendermaßen funktioniert. Es ist an- und abschaltbar. Manche Nachbarn wären froh, wenn es sowas in der Nachbarschaft auch gäbe. Dieses Klavier, wie es jetzt dasteht, spielt. Deswegen auch der Mantel. Sehen Sie jetzt? Hopp, hopp. So muss es sein. Also, das wäre jetzt quasi also mal der Anschlag. Es ist ein Anschlag auf Mozart, aber ich versuch's. Ah, nochmal. Es war. So, also ungefähr so viel wird er hören. Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob Mozart das erkannt hätte. Haben Sie hier geübt oder weshalb ist das Eselsohr? Ich habe geübt, den ganzen Nachmittag habe ich das geübt. So, jetzt das Ganze stumm, da hört sich schon viel besser an. Und so wird unser Kandidat dann sehen. Die Noten sind natürlich weg. Wieder falsch. Aber ist nicht so schlimm. So, jetzt spielt er sich langsam ein. Weg mit den Noten. Dieses war also eine Demonstration. Ich befürchte, wenn ich spielen würde, dann würde das Ganze in die Hose gehen. Deswegen haben wir einen, der es kann. Vorher aber frage ich Elke, ist das möglich? Schafft er es oder schafft er es nicht? Ich glaube, von dem, was ich jetzt gehört habe, der junge Herr, wie lange studieren Sie schon? 14 Jahre. 14 Jahre. Ich glaube, ja, dass er es schafft. Ich habe aber keine 14 Jahre geübt, sondern nur... Das glaube ich. Du machst dich nicht unsicher. Das macht ja nichts, aber... Gut, sie glaubt es. Ja. Sie glaubt, dass er es schafft. Das heißt, dass wir sie jetzt noch fragen müssen, was macht sie eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Also wenn sie sich vertippt haben. Ja, ich habe mir da was ausgedacht und ich möchte eigentlich furchtbar gerne irgendwas tun, was mir selber Freude macht, was mich also nicht kasteit, sondern mir selber Freude macht. Und ich möchte gern am Heiligabend in ein Krankenhaus in Erlangen gehen und zu den Leuten, die keine Verwandtschaft haben, also keinen Besuch haben, die da alleine liegen, entweder die Weihnachtsgeschichte Lukas 2 lesen oder etwas mit ihnen singen und ihnen ein selbstgemachtes kleines Geschenk überreichen. Das würde mich sehr glücklich machen. Schöne Wette. Elke Sommer werde Kranke besuchen. Und wir freuen uns jetzt auf einen Pianisten, der hier am stummen Klavier Ausschnitte aus Mozart-Sonaten spielen wird. Justus Franz. Guten Abend. Also eigentlich hätte ich offiziell sagen müssen, Professor Dr. Justus Franz. Das ist unser Kandidat, der Thomas Dupré. Aber das wäre ein bisschen zu viel. Und ich finde, am einfachsten ist es, wenn wir uns beide einfach Justus und Thomas nennen. Dann haben wir keine Zungenbrecher und versprechen uns nicht. Wunderbar, der Gerechte und der Ungläubige. Dann hoffe ich jetzt, dass Sie mit diesem Klavier klarkommen. Ich muss ehrlich sagen, es ist für einen guten Pianisten eine Beleidigung. Das war ja schon für mich nicht einfach. Es ist so, dass dieses Instrument natürlich von uns technisch bearbeitet wurde. Es spielt also mit einem elektronischen Ton. Das ist ja, wie nennt man das? Sie wissen das so?
Synthesizer-mäßig. Und deswegen können wir es abstellen. Also es ist keine Freude fürs Pianistenohr, aber es reicht für unseren Zweck, nämlich den Thomas erkennen zu lassen, um welche Sonaten es sich handelt. Ich glaube, es ist das erste Klavier, das ich gehört habe, das am besten stumm klingt. Ja, das ist auch dafür gebaut worden, weil wir in der Wette eben den stummen Anschlag sehen wollen. So, jetzt Konzentration. Nochmal, es geht darum, sämtliche Mozart-Sonaten am stummen Anschlag zu erkennen. Dazu hätten wir nicht die Zeit, obwohl Thomas sagt, er kennt sie alle. Wir haben 5 ausgesucht. Er wird darüber hinaus noch das Köchel-Verzeichnis nennen. Er wird sagen, aus welchem Satz das Ganze ist und die Satzbezeichnung nennen. Die Sonate muss er wissen, wenn er bei den Satzbezeichnungen ein bisschen hapert, dann wollen wir da nicht so streng sein. Ich ziehe mich jetzt zurück. Wir hören das erste Beispiel. Top, die Wette gilt. Das ist die Sonate S-Dur, Nummer 4, Köchel-Verzeichnis 282, der erste Satz, Adagio. Stimmt das? Richtig. Toll. Richtig. Bravo. Es stimmt. Jetzt einen ganz kurzen akustischen Eindruck dieses Werkes. Hat das gemeint, unabhängig von dem Klavier jetzt. Dies ist also der erste Streich. Wollen wir den Thomas nicht zu lange aus der Konzentration rausbringen? Bitte auch hier nicht mit den Fotoapparaten zu klicken, wenn er sich überlegt, was er als nächstes zu raten hat. So, der zweite Versuch. Das ist aus der Sonate D-Dur, das ist die 6. Sonate, Köchel-Verzeichnis 284, das Thema des 3. Satzes. Und die Satzbezeichnung ist in der Erstausgabe Andante und sonst Filze. Bravo. Der zweite Treffer. Ich möchte noch einmal, falls Sie das zu Hause nicht sehen, das ist also auf gar keinen Fall hier, das hat er sich nur aufgeschrieben, das sind Tipps für Sie, aus denen man aber nicht entnehmen kann, um welche Sonate es sich handelt. Nein, ich habe mir nur aufgeschrieben, eine Charakterisierung zu jedem Stück. Das erste war Frömmigkeit, das zweite jetzt ist Frieden. Hoppala, hoppala. Achso, ja, genau. Also, ich bin schon erschrocken, wenn man was gehört hat, aber es war der Nachtrag zur gerade geratenen Wette. Wir kommen zum Einsatz Nummer 3. Ja, das ist leicht. Ach, das ist... Flohwalzer. Nee. Und zwar ist das die Sonate Nummer 9, A-Moll, Köchel-Verzeichnis 310, der erste Satz, Aleco Maestoso. Richtig. Ja? Bravo. Toll. Bravo. Toll. Also, Mozart konnte alles ausdrücken, das ist jetzt Trotz. Könnte es ausdrücken. Nummer 4.
Das ist... Ja, das reicht. Das reicht, das ist ja. Aus der Sonate Nummer 12, F-Dur, Köchelverzeichnis 332. Die Durchführung des dritten Satzes, und zwar ist er überschrieben mit Allegro assai. Bravo. Justus Frank spielt immer ein bisschen länger, aber er biegt ja nach 20 Sekunden schon ab. Also eigentlich ist das nur die Begeisterung des Pianisten. Es müsste gar nicht so viel sein, aber der letzte Versuch jetzt, oder? Ist die Nummer? Nein. Achso, die Auflösung jetzt. Die Auflösung. Aber ob das jetzt die Mühle hier mitmacht, das weiß ich nicht. Das hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass meine Konzerte hier in Zukunft leer sind. Das war Virtuosität und Dramatik. Wolfgang Amadeus. Ja. Vier Aufgaben gelöst. Die fünfte und letzte, Thomas. Mhm. Jetzt drücken alle die Daumen. Ja. Ja. Also ein bisschen muss ich raten. Also, auf Verdacht. Aus der Sonate Nummer 11, A-Dur, Köchelverzeichnis 331, der erste Satz Andante Grazioso, eine Variation. Bravo! Toll! Herzlich willkommen! Glückwunsch! Thomas Dupré.